Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Heute ein sehr längliches Thema. Impfungen, Wirkungen, Nebenwirkungen, Krankheiten, Krankheitsnebenwirkungen. Wie kann man das statistisch auf niedrigem Niveau in Statistik, ganz einfach, aber auch menschlich betrachten, das habe ich heute lernen müssen. Wo gibt es die Fallen der Statistik? Und ja, wie kann man da, wo kann man irgendwelche Leute, die platt argumentieren, aushebeln und die sagen, das kann so nicht sein. Wenn Sie das interessiert, dann lehnen Sie sich zurück, hören mir einfach zu, schreiben mir Ihre Kommentare dann später drunter, was ich vielleicht auch vergessen habe. Aber das Thema ist spannend und schwierig, aber ich glaube, wenn man es mal gehört hat, auch relativ einfach zu verstehen, wenngleich das Urteil darüber, dann wie man das dann macht, ultra schwierig ist. Und meines Erachtens bräuchte man genau deswegen viele Fachbereiche zusammen, die über diese Dinge entscheiden. Fangen wir an bei der Grippeimpfung kurz. Bei der Grippeimpfung haben Sie 500 Stämme oder sowas um den Dreh rum in der Größenordnung und da impfen Sie immer gegen 4 Stämme. Und wenn Sie, wo man hofft, dass der jetzt auftritt und wenn der nicht auftritt und dann ein 5. Stamm kommt, dann wird man grippekrank, dann nutzt die dann gar nichts. Das ist jetzt so eine Sache. Ja, da fangen wir da an. Aber gut, da impfen Sie einmal jährlich. Können sich ja einmal jährlich impfen. Wenn man eine andere Impfung hat, letztens Wundstarkrampf, da habe ich mich auch impfen lassen. Da guckt man dann auf den Beipackzettel, dann impft man sich. Das ist eine Kombi-Impfung, die sagt, die hält 10 Jahre. Und dann ist man aber nicht nur gegen Wundstarkrampf, sondern gegen Bonch, ich weiß nicht, gegen die dollsten Sachen. 5, 6 Sachen gleichzeitig geschützt, dann hat man also 5 oder gegen Keuchhusten und lauter so Geschichten. Dann hat man einen Schutz gegen wie auch immer, wie sicher der ist, ist wieder was anderes, aber das ist Best Guess. Hat man Schutz gegen 5 oder 6 Krankheiten und alle 10 Jahre muss man die Impfung erneuern. Nun kommt Korrektiv und rechnet dann bei der Corona-Impfung die Sicherheit pro Impfung. Da wird es mir schon übel. Warum? Weil wir ja jetzt alles erstmal, keiner wusste, wie lange wirkt die, wusste keiner. Und später wurden es 2, 3 und 4 Impfungen. Ich kenne jemanden, der bei der 4. oder 5. Impfung jetzt ziemlich die A-Karte gezogen hat. Ja, also das ist das Problem einer Impfung, die es noch nicht so lange gibt, wie auch immer. Das sollte man vorher mal klar machen. Und es ist für mich ein bisschen ethisch ein Problem, eine neue Impftechnologie einzuführen, wie die MT oder die Vektorimpfung, um damit gegen einen neuen Virus zu impfen. Also das haben beispielsweise die Russen meines Wissens, die Chinesen nicht gemacht. Man mag gegen die chinesischen Dinger sein, wie es will, aber die Chinesen haben die deutschen Impfstoffe abgelehnt. Das war im Januar, können Sie lesen, im Januar 2022, weil sie sagten, das wäre Bullshit. Haben die Chinesen gesagt. Also, das sind mehr als die. Und es gibt mehr Chinesen als Europäer. Kleiner Hinweis. Die Chinesen haben gesagt, das sind zu gefährlich. Aber in Deutschland wird das weiter verimpft. Und jetzt haben wir aber das Impfrisiko. Und dann müssen wir uns mehrfach impfen und Korrektiv oder diese Faktenfinder und wie sie alle heißen, rechnen das Risiko pro Impfung hoch. Vorhin hatte ich aber angefangen, 5 mal Schutz für 10 Jahre und jetzt impft man innerhalb von einem Jahr oder anderthalb Jahren 3 bis 4 Mal und hat einen Schutz von, man weiß nicht wie lang, 8 Wochen vielleicht. Also ich kenne zwei Fälle, nach der zweiten Impfung, 8 Wochen später haben die Corona gekriegt. Dann behauptet, inwieweit das auch wieder stimmt, weiß ich nicht, dass dann Corona schwächer ausfallen würde. Ich habe doch keinen Beweis gefunden. Wie man das beweisen will, weiß ich nicht. Aber irgendwie erscheint man dieses Schöngerede ein bisschen komisch. Und das Schöngerede hat mich ja auch ein bisschen
interessiert, nachdem irgendwann Anfang 2020 das die Gehirnvenenthrombose, Sie wissen noch, dann wurde der eine Impfstoff ausgesetzt für 3 Tage. Das hessische Gesundheitsministerium proklamierte den Impfstoff für sicher, aber während er ausgesetzt war. Fand ich irgendwie komisch. Und dann gab es noch einen Vektorimpfstoff, da hat man 2019 die Leute aus dem Land gejagt. In den Philippinen, in einem Drittweltland. Ja, und jetzt haben wir eben die Statistiken und normalerweise muss man sich ja überlegen, welche Stadt. Das ist ein reines, ist erstmal primär ein reines statistisches Phänomen. Ich habe also ein Risiko, an der Krankheit zu versterben. Und je älter man wird, desto höher ist das Risiko. Genau wie bei der Grippe, da gibt die sich nicht viel. Corona ist vielleicht ein bisschen fieser, weil die Thromben in der Lunge entwickeln. Und dann kriegen die Leute keine Luft mehr und sterben. So, das ist scheiße. Und genauso habe ich eine Impfung und die birgt natürlich auch ein gewisses Risiko. In Europa ist es meines Erachtens bis vor 2 Jahren ungefähr so, dass an jeder pro 1,4 Millionen Impfungen jemand gestorben ist. Das ist ganz normal, aber das war über die letzten 20 Jahre ziemlich gleich. In Amerika ist es, glaube ich, das Doppelte. Muss ich aber, wenn ich, jetzt sagen wir mal so, jetzt kommt SARS und ne, irgendwie so was ganz Blödes, wo jeder Zehnte stirbt, wenn man, gibt ja dieses, ach, egal, Sie wissen, was ich meine, da stirbt jeder Zehnte dran oder jeder Zwanzigste und dann impfe ich dagegen, dann kann ich natürlich auch einen Impfstoff einsetzen, der selbst mit einem höheren Risiko verbunden ist. Das heißt also, ich muss überlegen, wie ich das Risiko zu sterben an der Krankheit dem Risiko zu sterben an der Impfung gegenüberstellen muss. Alles hat ein gewisses Risiko und ich bin eine Arbeitssicherheit, da werden Risiken ausgerechnet, muss sie irgendwie zusammenbringen, dass ich das Optimum für die Bevölkerung erreiche. Und aus den Statistiken sieht man, dass Kinder und Jugendliche bei Corona ein viel, 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 viel geringeres Risiko haben zu sterben als ältere Leute. Und Männer eben, etwa 8 bis 9 Jahre jüngere Männer in den Altersbereichen um die 60 oder 70, haben eben die jüngeren Männer ein höheres Risiko als die Frauen. Hätte man eigentlich bei der Impfung beachten müssen, hat man aber nicht gemacht. Warum, weiß ich nicht, weil die Statistiken bei Einführung der Impfung ja bekannt waren. Ja, und jetzt, ja, und da ist das dann ein bisschen schwierig. Und jetzt kommen dann irgendwelche Impfnebenwirkungen, die ich mal anhand, da habe ich heute was gelernt, anhand der Schweinegrippe dann. Da gab es ja die Narkolepsie und da gab es ein Jahr nach dem Auftreten, nach der Schweinegrippeimpfung gab es dann ein erhöhtes Auftreten der Nebenwirkung Narkolepsie. Das Pai und so weiter hat die andere Impfung schön geredet und auch Herr Lauterbach und der Kekulé. Und dann hat man plötzlich statistisch festgestellt, oh, hier tut sich was. Und dann gab es auch einige Leute, die dann auf, ja, okay, der Witz ist jetzt der, dass ich ein gewisses Grundrauschen habe. Also die Krankheit Narkolepsie gibt's. Die ist natürlich ein bisschen schwierig, weil das relativ unspezifische Ausprägungen hat. Man schläft plötzlich ein, man darf also vermutlich nicht Auto fahren und gar nichts. Und so Sachen. Das sind relativ unspezifische Sachen. Und jetzt hängen davon Millionen von Euro ab von Leuten, die eine Rente haben wollen. Zu Beginn von so einer Sache ist das ja klar, dass das relativ unwahrscheinlich ist, aber erstmal guckt man in Statistiken rein und stellt fest, ups, da habe ich ein statistisch erhöhtes Auftreten von irgendeiner Wirkung. Dann muss ich prüfen, ob das tatsächlich eine Nebenwirkung der Impfung ist. Das ist ganz schön schwierig, denn je unspezifischer die Sache ist, desto schwierig wird es da eine Kausalität, also eine fachliche Abhängigkeit von der Impfung festzustellen. Und es kann ja auch theoretisch sein, dass ich von 10 Millionen Impfungen der Einzige bin, der von irgendeiner blöden Nebenwirkung betroffen ist.
damit kann ich das niemals nachweisen. Das wird schon mal ganz schwierig, die ganze Geschichte, weil wenn ich der Einzige bin, wie soll ich sagen, das hängt an der Impfung ab? Und das ist das Problem beim Nachweis einer Impfnebenwirkung, wie auch immer. Das ist die eine Seite. Ich habe dann, sagen wir mal, im Jahr 1000 Fälle von Narkolepsie, die sehr unspezifisch ist. Und dann habe ich plötzlich im nächsten Jahr 2000. Und jetzt, wie will ich beweisen, dass ich durch die Impfung diese Krankheit, durch diese Autoimmunkrankheit überhaupt bekommen habe? Das wird schwierig, weil der Richter und auch die Gutachter immer sagen können, ups, das wäre auch natürlich so vorgekommen. Von dieser Seite ist es unendlich schwierig, jetzt eine juristisch saubere Aussage zu treffen für diesen einen spezifischen Fall. Lag das jetzt daran oder lag das jetzt daran nicht? Geht nicht. Hier muss man natürlich wieder die Journalisten kritisieren. Als Prinz Philipp beispielsweise starb, der hatte sich kurz vorher impfen lassen. Und dann entwickelte er Herzprobleme. Und daran ist er dann gestorben. Und dann stand irgendwie, und die Queen hat ihn dann mitgeschleppt zum Impfen. Und dann haben die Juristen gesagt, es kann ausgeschlossen werden, dass sein Tod was mit der Impfung zu tun hat. Das ist völliger Quatsch. Weil man nie, ich kann nicht beweisen, dass das an der Impfung hing. Genauso wie die aber niemals ausschließen können, dass das nicht mit der Impfung zusammen, weil das ein Einzelfall ist. An Einzelfällen können sie das niemals machen. Sie können das nur, müssen den obduzieren, was vermutlich nicht gemacht wird. Und selbst dann kann man es nicht sicher sagen, ob der eine Enzephalitis, also Gehirnhautentzündung oder was hatte. Auch da wird es extrem schwierig, sowas vorherzusagen. Ähnlich war es mit einem Herrn Doktor irgendwas bei der Impfdiskussion. Der hat gesagt, mein Vater ist am Tag nach der Impfung gestorben, aber das hatte mit der Impfung nichts zu tun. Das hat ein Doktor gesagt. Wie will der das bewerten? Das ist völliger Bullshit, ist das. Weil man das statistisch niemals sagen kann, dass das nichts damit zu tun oder ob das was damit zu tun gehabt hat. Das ist statistisch einfach Schwachsinn. Wieso jemand Doktor sein kann, Birkmeier hieß er, glaube ich, sowas in der Richtung, das verstehe ich nicht. Dem fehlt die Grundbildung eines Abiturs. Das ist ein Einzelfall, das geht nicht, das zu sagen. Wie man sowas im Bundestag sagen kann, im Bundestagsabgeordneten, das ist völlig absurd, ja. Ich kann das nicht sagen, weder noch, weil anhand von Einzelfällen kann man nichts sagen. Ist übrigens genau das Gleiche wie beim Klima. Das Klima ist ein Einzelfall. Ist genau dasselbe. Da kann man nichts gesichert sagen, ob das jetzt daran hängt oder nicht. Herr Lesch hat gesagt, irgendwie innerhalb von 17 Jahren gab es 10 oder innerhalb von 10 Jahren gab es 17%. Das war noch zu seinen Alpha Centauri. Es gab in der Erddings, da glaube ich, wie gesagt, eins von beiden, da sind von 10 Jahren, von 17 Jahren oder was, die Temperaturen haben sich der Mittelwert hat sich um 10 Jahre geändert, hat Herr Lesch gesagt in einem seiner Alpha Centauri-Videos um etwa das Jahr 2000. Ja, wir sagen hier, es ist gesichert vom Menschen abhängig. Vorher sagt er ja heute auch, aber früher hat es was ganz anderes gesagt, weil es ein einzelner Vorgang ist und da kann man nichts sagen. Und von dieser Seite sind diese ganzen Geschichten ein unendlich schwieriger Vorgang, zunächst einmal zu bewerten, ist das jetzt eine Impfnebenwirkung oder eine Krankheitsnebenwirkung? Die muss ich ja auch, es gibt auch Langzeitnebenwirkungen. Und jetzt muss ich überlegen, ob ich ein Kind impfe und der jetzt eine Nebenwirkung für sein ganzes Leben, der ist dann für 50 Jahre geschädigt. Aber wenn ich jemanden, der 80 ist oder 75, impfe, da hat er dann weniger Nebenwirkungen. Da muss ich aber auch wieder überlegen, impfe ich den jetzt wirklich? Die Queen hat den Prinz Philipp mit 99 impfen lassen. Wie sinnvoll ist denn das jetzt? Ob das Risiko, ob er jetzt irgendwann Corona bekommt, sterben zu lassen, oder ob, wenn er sowieso, der Körper schon nicht mehr so richtig funktioniert, ihm jetzt das Risiko einer Impfung auszusetzen. Jetzt ist sowieso das Impfrisiko noch so ein Problem. Also zählt beispielsweise die Fahrt zum Impfzentrum zum Impfrisiko. Die Impfbefürworter würden natürlich sagen, selbstverständlich nicht. Also ich würde sagen, selbstverständlich schon, weil das hat ja mit der Impfung was zu tun. Und wenn ich tödlich auf der Fahrt zum Impfstadium hat das mit der Impfung zu tun. Das ist ein heißes Thema, die ganze Geschichte. So einfach kann man das nicht bewerten, als Beispiel. Ja. Und jetzt haben wir noch ein Problem. Dann sind ja, soweit ich weiß, ganz am Anfang Horden durch die
durch die alten Heime gezogen und haben die Alten geimpft. Und die hatten aber irgendwie noch nicht festgestellt, dass die dann da schon infiziert waren. Jetzt hatten die älteren Leute, die ohnehin mit einem hohen Risiko sterben, an einem neuen Virus, das ist ja die Gemeinheit bei der ganzen Geschichte, hatten eine extrem hohe Belastung. Es hat keine offen irgendwie, soweit ich das mit, keine richtig geprüft. Und meines Wissens darf man niemals in eine Endemie oder Pandemie oder wie es auch immer heißt, reinimpfen. Aber das hat man gemacht. Und dann sagte man, ups, jetzt sind sie plötzlich tot. Aber das lag ja an der, das lag ja an der Krankheit, weil die waren ja krank. Nee, gut, die waren krank, aber die hat man dann auch zusätzlich geimpft. Genauso habe ich mal gelesen, bitte legen Sie mich darauf nicht fest, in Amerika sind ja auch ganz viele junge Leute an Corona gestorben. 40-Jährige teilweise, ganz früh. Zu Beginn der Impfung, Statistik, plötzlich waren sie tot. Da gibt es dann so komische Effekte, weil das in Amerika gibt es viele Hispanos, also Spanischgebürtige, und die vertragen ein Medikament nicht. Meines Wissens hat man denen ein Medikament gegeben, das normalerweise da sehr gut funktioniert, aber Hispanios vertragen das nicht. Jetzt haben die einen ganz neuen Virus gekriegt und haben Virus und haben dann ein Medikament gekriegt, das sie nicht vertragen haben. Dann sind die wie die Fliegen gestorben. Ist natürlich mit Corona, weil die ja an Corona hatten, dass die das Medikament nebenbei nicht vertragen hat. Wie kriege ich das statistisch erfasst? Ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema. Was teilweise natürlich massiv manipuliert war, war Italien. Weil da wurden dann die Leichen, die Särge da, die da rumgestanden, in Italien werden, also in Italien werden die, wird man normalerweise erdbestattet und nicht verbrannt. Dann hat man angeordnet, sie zu verbrennen, und dass vor den Krematorien sich dann die Särge gehäuft haben, ist irgendwo für jeden Deppen klar, nur nicht für unsere Journalisten. Das ist das Problem, da wurde die Panik geschoben, weil das ja so ganz gefährlich ist, irgendwie verstehe ich das nicht. Also da wurde dann statistisch wieder manipuliert, weil das ganz klar ist. Da kommt dann die menschliche Sache, und jetzt kommen noch ein paar andere menschliche Sachen, die ich heute gelernt habe. Und zwar habe ich ja gesagt, diese Impfnebenwirkungen sind relativ indifferent. Jetzt ist das natürlich so bei indifferenten Sachen, wo ich sage, ich bin geschädigt und ich schlafe plötzlich dauernd ein. Da gibt es auch diverse Trittbrettfahrer, die sagen, ja, ich bin jetzt geimpft und jetzt bin ich krank. Das kann keiner beweisen, ob das jetzt dahin, und die gibt da Internet, da kann man sich gucken, was für Nebenwirkungen man hat, und dann steht dann der Arzt da und weiß nicht, ob er lügt oder die Wahrheit sagt. Da kommt dann der menschliche Faktor, weil die dann natürlich sich eine Rente dann da haben wollen, die ihnen eigentlich das überhaupt nicht mit der Sache zu tun haben. Da wird es dann ganz schwierig, weil über solche heutigen Dinge natürlich die Statistiken auch noch geändert werden. Da wird es dann noch einmal problematischer, inwieweit ist es ein fauler Hund oder inwieweit ist er wirklich geschädigt. Das kann ja auch wieder keiner so richtig sagen. Und von dieser Seite ist es eine, also es gibt da Post, da kann man sich auf vieles berufen, eben auf Narkolepsie, wo man plötzlich wegschläft, die sich hier gibt, aber ob das jetzt mit der oder ob der nur sagt, ich schlafe jetzt weg, und ob er wirklich auch sonst die ganze Zeit geschlafen hat, oder ob er ein posttraumatisches Syndrom, wo dann irgendwelche Leute, die im Ausland waren und dann viele Tote gesehen haben, sich darauf zurückrufen und dann sagen, ja, ich will, ja, und dann kriegen die das und halt so Geschichten. Und das ist eine ganz schwierige Sache, jetzt diese Dinge, die im menschlichen Bereich sind, sauber auseinander zu differenzieren. Das geht eigentlich nur im Tierreich, weil die diesen Bias eben nicht haben. Und an diesen letzten Sachen hatte ich eben nicht gedacht, dass da der Mensch dann noch, dass es heute so das Internet gibt, und da kann man gucken, ich habe dieses Ding, und der will halt mal schnell Rente und sagt, ich bin jetzt geschädigt. Das heißt jetzt nicht, dass das für alle gilt, aber er kann auch sein, dass er, aber Sie verstehen, was ich meine, da spielt der Mensch natürlich auch eine Rolle, und da darf man sich wiederum nicht alleine auf die Statistiken verlassen. Und das ist unglaublich schwierig, jetzt dazwischen eine, das Wichtige ist, ich muss ja eigentlich das Optimum zwischen einer Krankheit, möglichst wenig Schädigung erreichen. Und das ist statistische Gegenüberstellung zwischen der Krankheitsgefahren, auch Long-Covid, das es sicher gibt, oder Impfgefahren, wo ich dann jeden impfen will, dass es dann auch gibt,
und dann noch irgendwelche irgendwelche Statistiken, die extrem schwierig zu erheben sind, weil die so viele Nebeneffekte haben. Dann noch der menschliche Aspekt, wo es dann ein paar Drittbrettfahrer gibt, die dann die Statistiken manipulieren. Und das müsste man eigentlich ganz sauber machen. Und blöde ist das, es gibt scheinbar in Deutschland keine richtigen Statistiken und teilweise sind die Statistiken dann einfach in den Berichten weggelassen worden. Was für mich nicht so richtig vertrauenerweckend ist, sagen wir mal vorsichtig so, wenn ich eine Statistik plötzlich weglasse. Und die dann eigentlich nicht auch, oder so klare Dinge, wo plötzlich Leute meines Wissens mit Faktor 17 plötzlich tot auf dem Sportplatz rumliegen, da kann man nicht, bei Tod kann man schlecht viel simulieren, sagen wir mal vorsichtig so. Das ist auch wieder so eine Sache, da muss man dann wieder die Dinge auseinanderfischen und die eigentlich muss man obduzieren, was man nicht gemacht hat, ob das jetzt vielleicht doch an der Impfung hängt und ob das vielleicht eine blöde Nebenwirkung ist oder auch an der Krankheit. Vielleicht war der ja gar nicht geimpft und er hat nur einen gefälschten Impfpass gehabt oder sowas. Weiß man ja nicht. Und von dieser Seite, ja, bin ich jetzt fertig. Und das ist ganz schwierig. Impfung, Impfnebenwirkung, Krankheitsnebenwirkung und das Minimumrisiko für die Bevölkerung da rauszukriegen. In diesem Sinne, euer Ingenieurskanal. Danke fürs Zuhören.